Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Ja, wir haben hier aufgehört in Hotland und wollen jetzt dieses Laboratorium besichtigen. Mal schauen, wo uns das hinführt. Wir sind ja letztes Mal vor Undyne entkommen und jetzt wollen wir mal schauen, was hier so los ist. Es ist alles ein bisschen duster hier. Kann man mir das Licht anmachen? Dankeschön. Mein Gott. Ich habe nicht erwartet, dass du so schnell hier auftauchst. Oh ja, ich habe mich nicht geduscht und ich bin kaum angezogen und es ist alles unordentlich und... Oh mein Gott, oh mein Gott. Hi, na? Ich bin Dr. Alphys. Ich bin Asgors königliche Wissenschaftlerin. Aber ich bin keine von den Bösen. Nein, nein, nein. Ich, seit du aus den Ruinen raus bist, habe ich dich observiert. Und ich habe dich über den Computer beobachtet. Deine Kämpfe, deine Freundschaften, alles. Ich wollte dich eigentlich erst aufhalten, aber jemanden auf einem Bildschirm zu beobachten, dann fiebert man irgendwie so ein bisschen mit. Also, jetzt möchte ich dir helfen. Mit meinem Wissen kann ich dich ganz einfach durch Hotland begleiten. Ich kann einen Weg direkt zu Asgors Schloss, kein Problem, nichts, nee. Gibt es ein kleines Problemchen. Vor langer Zeit habe ich nämlich einen Roboter gebaut, der heißt Metaton. Und eigentlich habe ich ihn gebaut, um die Leute zu begeistern. Du weißt schon, so Fernsehsendungen und so ein Scheiß. Na, ganz egal, neuerdings habe ich versucht, ihn ein wenig zu upgraden. Und weißt du, ein paar kleine Verbesserungen. Wie zum Beispiel, Anti-Menschen-Kampfhandlungen und sowas. Ja, weißt du, Kleinigkeiten. Natürlich, als ich dich kommen sehen habe, wusste ich, dass ich das alles wieder rausbauen muss. Aber unglücklicherweise habe ich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, als ich das versucht habe. Und naja, jetzt ist eine unaufhaltbare Tötungsmaschine mit dem Durst für menschliches Blut. Hoffentlich werden wir ihn nicht treffen. Der wird schon nicht auftauchen. Hast du auch gerade was gehört? Oh oh. Oh nein. Oh ja, meine Freunde. Willkommen, Wunderschönheiten. Zur heutigen Quizshow. Oh ja. Oh Junge, ich kann bereits sagen, dass es eine großartige Show werden wird. Gebt uns allen eine Hand für unseren wundervollen Teilnehmer. Klatsch, 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 klatsch. Wir sind schon alle sehr aufgeregt. Noch nicht bevor, du wunderschönes Ding. Kein Problem, es ist sehr einfach. Es gibt nur eine Regel. Eine, siehst du mein Gesicht? Eins. Beantworte die Frage richtig. Oder du stirbst. Metaton greift an. Hi Metaton. Metaton. 10 Angriff, 999 Verteidigung. Sein Metallkörper macht ihn unangreifbar. Lass uns mit einer einfachen Frage anfangen. Was ist der Preis dafür, hier richtig zu antworten? Mehr Fragen, schätze ich mal. Richtig, scheint so, als wenn du verstanden hast, wie es funktioniert. Kuschel geht weiter. Nun ja, wenn wir ihn nicht angreifen können, dann, was machen wir denn dann? Dann weinen wir. Weinen ist immer eine Option. Schreien ist gegen die Regeln, du Spaß. Hier ist dein Preis. Was ist der volle Name des Königs? Lord Fluffy Arsch, ja genau. Nein, natürlich Asgore Dremur. Dreamer. Also Dreamer im Sinne von Träumer oder Dreamer ist Anagramm für Murderer, also Mörder. Die Quizshow geht weiter. Du bist ein sehr schlaues Liebchen und schreien ist immer noch gegen die Regeln, du Spaß. Egal, lass uns über mich reden und nicht mehr über dich. Woraus sind Roboter gebaut? Wer weiß es? Sugar and Spice and everything nice. Metall und Magie. Ist einfach für dich. Sieht fast so aus. Die Show geht weiter. Hier gibt es eine einfache Frage für dich. Zwei Züge, Zug A und Zug B, fangen von Station A nach Station B und sind 252,5 Meilen von, und du weißt schon, schnelle Fahrt und so weiter. Ich studiere Mathe, sowas ist einfach für mich. Meine Fresse, wie kannst du das alles wissen? Zähle nicht auf deinen Sieg. Verstehst du? Zählen, wie viele Fliegen sind in diesem... Verdammt, Mann, hast du ein Glück. Ich hasse dich, du alter Stinker. Lass uns ein Erinnerungsspiel spielen. Welcher Gegner ist das? Das ist doch Froggit! Aufgedruckt auf Metaton! Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass du das erraten kannst. Meine Fresse, wie kannst du meine Quizshow überleben?
Aber kannst du das hier erraten? Würdest du einen Geist küssen? Natürlich, Geister sind geil. Super Antwort, ich liebe sie. Hier gibt's eine einfache Frage für dich. Wie viele Buchstaben hat der Name Metatron? Oh meine Güte, wieso weißt du das alles? Verdammte Scheiße. Wir sollten vielleicht mal die großen Kanonen rausholen. Im Dating-Simulationsspiel New New Kissy Cutie, was ist New New Mimi? Oh, das weiß ich. Es ist Schneckeneiscreme, ja. Im vierten Chapter, da weißt du, da haben sie alle Freundschaften, die lieben sich und alle wollen es. Und mein Lieblingspart ist, wo sie alle ganz kraftvolle Freundschaft. Meine Güte, Alphys. Du hilfst unserem Mitstreiter doch nicht etwa, oder? Oh, meine Güte, du hättest es mir sagen müssen. Ich frage eine andere Frage. Wir wissen sicher alle die Antwort darauf. Auf wen hat Dr. Alphys einen Crush? Wen liebt sie? An dein Asgore, den Menschen oder ich weiß es nicht. Wie sie da steht, nee, nicht beantworten. Asgore! Warum würde jemand einen Unterhaltungsroboter bauen mit brutalen Combat-Features? Ganz einfach, Mr. Asgore Dreamer zu gefallen, natürlich. Oder wie Alphys ihn nennt, Mr. Dreamy. Diese starken Arme. Dieser wundervolle Bart, wie alle, die Waffen herstellen, möchte sie einfach nur einen mächtigen Mann haben. Kann sie dafür bestraft werden? Natürlich kann sie das nicht. Nun, wie auch immer, mit Dr. Alphys, die dir hilft, hat die Show keine dramatische Spannung mehr. Wir können so nicht weitermachen. Aber keine Sorge, das war bloß die erste Episode. Im nächsten Mal gibt es mehr Drama, mehr Romantik, mehr Blutvergießen. Bis zum nächsten Mal, Darlings. Ich bin raus. Metatron aus. Naja, das macht doch mal was, ne? Da ging doch noch mal gut. Darauf brauche ich erst mein Bier. Warte, nein, nicht mein Bier. Nee, nicht mein Bier. Nicht mein Bier klauen. Verdammte Scheiße. Warte, ich gebe dir meine Telefonnummer. Dann vielleicht, wenn du Hilfe brauchst, dann könnte ich... Verdammt, wenn man gut in Quizshows ist, stehen die nerdigen Mädchen auf ein. Ich wusste es! Haha! Erstmal, wer will Millionär abräumen? Dann laufen die Mädchen einem hinterher. Bestimmt, weil man zu schlau ist und nicht wegen dem Geld. Das ist ziemlich sexistisch und alles. Das würden Männer bei Frauen die Reichsten auch machen. Also so ist es nicht. Und auch nicht alle, sondern nur die Dummen, die man nicht mal haben möchte. Also, ganz egal. Wo hast du dieses Telefon her? Es ist antik. Es hat nicht meine Textfunktion. Warte mal eine Sekunde, bitte. Hast du gerade eine Katze verprügelt? Ja, ganz genau. Hier, bitteschön. Ich habe es geupgradet für dich. Es kann jetzt texten, Items halten und es hat einen Schlüsselanhänger. Ich habe mich selbst im sozialen Netzwerk vom Untergrund angemeldet. Jetzt sind wir offiziell Freunde. Ich geh dann mal aufs Klo, ne? Mann, ist die seltsam. Finde ich süß. Schauen wir doch mal, was hier oben noch so ist. Oh, sieht aus wie Privatgemächer. Was ist denn das hier? Pinker Schleim tropft aus dieser seltsamen Maschine raus. Pinker Schleim? Halleluja, die hat ein Meruru-Poster und eine Kettensäge. Was will sie denn mit der Kettensäge? Sieht aus wie ein Arbeitstisch. Scheint staubig zu sein. Wird wohl schon lange nicht mehr dran gearbeitet. Das sind verschiedene Briefe von verschiedenen Monstern. Froggit, Snowy, Doggo. Die sind alle ungeöffnet. Eine wundervolle Erfindung. Wenn es nicht benutzt wird, verwandelt sich dieses Bett in eine einfach zu zeichnende Schachtel, damit der Entwickler nicht so viel Arbeit hat. Toby Fox, du alter Schlingel. Es ist ein Promotion-Poster für Metatrons TV-Premiere. Es sagt, danke, dass du meine Träume wahr werden lässt. Ach ja, Metatron. Der wollte nämlich unbedingt ins Fernsehen. Er saß die ganze Zeit neben Alphys. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Und sie dann irgendwann, verdammt die Scheiße, Metatron, du kommst jetzt ins Fernsehen, aber halt die Fresse. Alphys hat ihren Status aktualisiert. Ich habe gerade realisiert, dass ich Anleihen nicht gesehen habe, wie sie den Menschen bekämpft. Naja, sie ist unbesiegbar. Ich frage sie etwas später darüber. Naja, jetzt soll ich vielleicht den Menschen anrufen und ihm sagen, wie er weiterkommt. Ein Monster! Vulcan taucht auf! Vulcan! Vulcan, 8 Angriffe minus 10 Verteidigung. Denkt, dass Lava Menschen heilen kann. Donner! Nett! Helfen! Ja, freu dich! Vulcan, verdammte Scheiße, das hilft nicht! Vulcan kocht Kaffee in ihrem Krater. Vulcan, verdammte Scheiße!
Du hilfst nicht. Ah, nicht? Okay. Mücken steht in der Ecke und schämt sich. Och, Vulcan. Ja, gib mal Umarmung. Du umarmst Vulcan. Das wärmt dein Herz. Und deinen restlichen Körper. Deine Verteidigung fällt. Aua. Aua, es ist so schön. Verdammt, Scheiße, ich hab dir doch gesagt, das hilft nicht. Verdammt, das ist, als wenn man... Als wenn man eine Beziehung mit einem blutrünstigen Tiger hat. Vulcan, geh nach Hause. Echt, nee. Ich werde sie bald anrufen, ja, ja. Ja, oder ruf mich doch halt an, Alphys. Kein Problem mit. Ich rede gern mit dir, du bist super. So. Dann geht's weiter. Ah, hier kann man speichern, das ist schön. Der wuschende Sound von Dampf und Cox. Das erfüllt dich mit Determination. Ich weiß, dass Cox Zahnräder heißt, aber wenn ich es nicht immer mitsetze, ist es lustiger. Ich hasse es, das Telefon zu benutzen. Ich möchte das nicht machen. Oh mein Gott! Zundere Flugzeug kommt in den Weg. Nicht, weil es das möchte oder sowas. Nein, nein. Zundere. 8 Angriff, 6 Verteidigung. Scheint gemein zu sein, aber mag es dich vielleicht? Nein, warum würde ich dich denn mögen? Verdammtes Zundere Flugzeug. Zundere Flugzeug stößt dich zufällig mit ihrem Flügel an. Ach Mensch. Du gehst näher an das Zundere Flugzeug, aber nicht zu nah. Hey, Mensch. Oh mein Gott. Wie rot sie wird. Zundere Flugzeug. Oh. Dann flirten wir doch mal ein bisschen jetzt, wo wir hier ein bisschen näher gekommen sind. Du sagst Zundere Flugzeug, dass sie süße Flügelspannen hat. Oh, du Schlingel, du. Ja, okay. Zundere Flugzeug schaut schüchtern weg. Ja, dann können wir auch gehen. Tschüss. Weiß, aber ich dachte, das ist was Besonderes zwischen uns. Nö. Warum? Weil Zunderes ein dummes, überdrücktes Klischee sind und einem wahrscheinlich auf Dauer ziemlich auf die Nerven gehen, wenn sie sich irgendwann ihre Gefühle eingestehen. Da liegt eine Bratpfanne. Möchtest du sie mitnehmen? Ja, Bratpfannen sind voll geil. Du hast zu viel dabei. Ich hab zu viel dabei. Dog Residue, weg damit. Da liegt eine Bratpfanne. Verdammte Scheiße. Ich kann doch nicht einfach eine Bratpfanne liegen lassen. Hallo? Womit brate ich denn dann meine Spiegeleier? Wo ist die Bratpfanne ausgerüstet? Oh Kinder, jetzt wird gekocht! Haha! So, jetzt haben wir die Bratpfanne, jetzt geht's los. Oh mein Gott, ich hatte meine Klaue über der letzten Ziffer. Das schon für 5 Minuten. Oh Gott, ich werde jetzt einfach anrufen. Dein Telefon klingelt. Wer auch immer es war, hat sofort aufgelegt, bevor du antworten konntest. Hi, also die blauen Laser, ich meine schon, Alphys ist hier, hier ist Alphys, hi. Die blauen Laser, die werden dich nicht verletzen, wenn du dich nicht bewegst. Aber die Orangen, ja, da musst du dich durchbewegen und dann, dann werden sie dich, beweg dich einfach durch die da durch. Tschüss. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Die Klauen haben schon lange nicht mehr so geschüttelt, seit Anna mich angerufen hat und über das Wetter gefragt. Also, die Orangen können uns durchbewegen, bei den Blauen müssen wir stehen bleiben. Warte mal, hier unten gibt's gar keinen Wetter, warum hat sie mich angerufen? Vielleicht wollte sie nur eine freundliche Konversation beginnen und wusste, dass du so ein bisschen sozial unsicher bist und deswegen wollte sie dich durch eine Unnötigkeit in ein Gespräch locken. Es ist ein Schalter. Drücken wir ihn. Die Laser wurden deaktiviert. Schick! Oh mein Gott! Ich hab ihnen vergessen zu sagen, wo sie hin müssen. Es hat ein Picture, also ein Bild hochgeladen. Ein süßes Pic von mir gerade. Es ist ein Foto von einer Mülltonne mit einigen pinken Glitterfiltern drüber gelegt. Ja, das ist auch so eine Mülltonne. Hier ist Alphys nochmal. Die nördliche Tür bleibt verschlossen, bis du die Rätsel rechts und links gelöst hast. Ich denke, du solltest erstmal nach rechts gehen. Okay, dann links. Alphys hier. Verdammte Scheiße, du solltest nach rechts gehen. Aber durch diesen blauen Laser kannst du nicht durch. Als königliche Wissenschaftlerin habe ich natürlich einige Tricks im Ärmel. Ich hack mich einfach in die Laserdatenbank und mach sie aus. Haha! Mensch. Wir haben hier rumgehangen und auf einmal haben sich einige Puzzles wieder aktiviert. Das ist ein großes Problem. Das ist geil. Ich meine, sie können jetzt die Schule nicht stattfinden lassen heute.
Ist das Grübeis Tochter? Hallo. Endlich hat sie mit diesem Laser ausgeschaltet. Jetzt, dass wir frei sind, können wir, naja, ich denke, wir bleiben trotzdem hier stehen. Schule ist scheiße. Schule, Schule, Schule ist prima. So, wir haben jetzt zwei Schuss und können diese Dinger so bewegen, dass hier was frei wird. Wir müssen das Ding auf der anderen Seite kaputt schießen. Sprich, wir müssen es schaffen, dass nur noch eins im Weg ist. Weil wenn mehr als eins im Weg ist, dann haben wir ein Problemchen. Aha, aha. Aha. So. Perfekt. Gratuliere, du hast das Rätsel gelöst. Dann machen wir es auf der anderen Seite auch mal schnell. Ja. Ich frage mich, ob es unwissentlich wäre, wenn ich die Puzzle jetzt erkläre. Oh nö, Quatsch, das kriegen wir hin. Ja, deswegen sollen wir uns erstmal weg, weil das super Idioten ist. Gratuliere! Wow, du hast es gelöst? Ich bin beeindruckt, oder? Du bist ein totaler Nerd, oder? Wer nennt du Nerd? Er hat mich nur mit Kindern. Ich mag schicke Sachen. Gut, Türchen ist offen. Schauen wir mal, was hinter der Tür ist. Was auch immer, ich erkläre es einfach. Gut, aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Undertale.